Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Minecraft Let's Play. Ja, viele Let's Play in Minecraft und dann dachte ich mir, ich Let's Play es auch mal. So, erstellen wir uns erstmal eine neue Welt. Nehmen wir jetzt einfach mal so und generieren uns jetzt eine Welt. So, wir sind in unserer Welt angekommen. Das ruckelt jetzt am Anfang ja noch ein bisschen, weil die Welt sich noch aufbaut. Und wir sehen, wir sind in der Wüste gelandet. Und hier haben wir als erstes Kakteen und hier oben läuft komischerweise Wasser raus. Was das genau ist, werde ich jetzt mal nachgucken. Ach, da läuft oben wahrscheinlich nur Wasser raus und wir werden uns jetzt mal hingehen und mal Holz suchen, damit wir uns erstens mal ein paar Materialien haben, also Werkzeuge und sowas bauen. Ja, müssen wir erstmal mit der Hand, mit der linken Maustaste draufdrücken, damit was abgebaut wird. Und ja, den lassen wir ein bisschen stehen, damit wir besser noch oben dran kommen. Ja, so am Anfang sollte man echt viel Holz abbauen, damit man sich schon genug Materialien hat, damit man sich ein Häuschen bauen kann, damit man abends vor Zombies, Creepern oder Spinnen geschützt ist. Na, ich denke, ich mache noch hier das weg und dann werde ich zuerst mal ein Crafting Table bauen. Ein Crafting Table ist dazu da, dass man sich halt Werkzeuge bauen kann. Dann würde ich sagen, wir bauen uns da unten irgendwo, bauen wir uns ein kleines nettes Häuschen. Und ja, den holen wir uns noch mit. Und das war's dann eigentlich an Holz für den Anfang. Und den da können wir uns eigentlich auch noch mitnehmen. So, wir öffnen und dann unser Inventar und dann haben wir hier so ein Crafting-Feld. Und ja, ich spiele mit einem Mod, das heißt also, ich könnte mir alles cheaten, aber das mache ich jetzt nicht. Und ja, wir machen das Holz einfach hier in das Crafting-Feld rein und dann bekommen wir Wooden Planks, das ist dann verarbeitetes Holz. Da klicken wir dann drauf und dann haben wir 60. Gehen wir hin und machen das einmal 4 rum, dann bekommen wir ein Crafting-Table. So, das Crafting Table bauen wir, bauen wir einfach mal dahin, gehen wir rein, wir müssen erstmal das Holz wieder einsammeln und ja, bauen uns als erstes mal Stöcke, 64, das war jetzt etwas zu viel, aber egal, und ja, dann bauen wir uns als erstes mal eine Spitzhacke aus Holz, damit können wir uns dann Steine abbauen und dann können wir unsere erste Waffe bauen. So, dann holen wir uns einfach nochmal eine Schaufel, denke ich, brauchen wir nicht. Ich gehe jetzt erstmal hin und baue, obwohl ich könnte eigentlich noch, nein, egal. Ich könnte eigentlich jetzt Steine abbauen gehen, das mache ich jetzt auch mal als erstes. Wo haben wir denn hier irgendwo Steine? Ja, irgendwo da hinten. Und ja, dann gehen wir uns Steine abbauen und dann bekommen wir halt, Steine. Und ja, da können wir uns dann bessere Werkzeuge draus machen, die dann stabiler sind. Und ja, dann gehen wir einfach mal hier hin und bauen uns, bauen uns Steine ab. Ein paar werden wir am Anfang auf jeden Fall brauchen. Und hier hinten habe ich auch, glaube ich, da habe ich Kohle gesehen, da komme ich aber jetzt erst noch nicht dran. Also gehe ich jetzt erstmal noch ein paar, also wieder mein Crafting Table und gehe mir dann dementsprechend dann, Werkzeuge herstellen, damit das Ganze schneller wird.
Wie gesagt, ich könnte dann eigentlich schon mit meinem Haus beginnen, weil ich guck mal kurz an den Himmel, wo die Sonne gerade steht. Ich glaube, es wird in 1 bis 2 Minuten dunkel, deswegen würde ich mal sagen, ich würde jetzt am liebsten mal das Haus bauen. Und ja, wie viel haben wir? 21, das reicht definitiv nicht. Weg da. Ja, und ich entschuldige mich, dass da oben jetzt momentan Unlisted Copy steht. Ich war immer noch zuvor gewesen, mir Minecraft zu kaufen. Und ich hoffe, das stört jetzt im ersten Let's Play nicht so. Ich verspreche euch, mindestens im 10. Let's Play ist es weg, weil dann reicht es mir auch wirklich mit der Schrift hier oben. So, gehen wir einfach noch hier rum und setzen dann gleich noch eine Tür ein. Ich brauche dazu jetzt noch eine Axt. Weil ich jetzt was falsch gebaut habe. So, sammeln jetzt mal ein. Und ja. Sand. Wo ist die Sonne? Ach, da oben. Ich brauche definitiv ein bisschen Sand. Das mache ich jetzt mal kurz so, weil das geht auch relativ schnell. Daraus mache ich mir jetzt gleich Glas und dann. Ja. Dann haben wir eine schnieke kleines Häuschen. Also, bis jetzt sieht das Häuschen scheiße aus. Ist am Anfang immer so. Und wo haben wir hier noch ein Bäumchen? Ja, ich würde sagen, ich brauche definitiv gleich mal eine Kiste, damit ich meine ganzen Materialien erstmal da reinmachen kann. Ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal das hier ab. Ich hätte mir eigentlich eine Steinspitzhacke machen sollten. Also keine Steinspitzhacke, ich meine eine Steinaxt. Dann wäre das schneller gegangen, aber jetzt irgendwie zu faul. Ich muss jetzt einfach nur ein bisschen Holz sammeln, damit ich halt noch eine Türe bauen kann. Und halt mehr Werkzeuge, weil die Holzsachen sind relativ schlecht. Wie ihr jetzt seht, das dauert zu lange zum Abbauen und für ein Let's Play ist das halt wirklich sehr unpraktisch sowas. Und ja, ich werde nur noch diesen Baum da noch fällen und ja, und immer sollte man diese Setzlinge einsammeln, weil die kann man dann immer wieder einen neuen Baum pflanzen und der sollte natürlich dann immer in der Sonne gepflanzt werden. Und ja, ich habe jetzt ein wenig mehr Holz und werde jetzt erstmal das wieder umwandeln in richtiges Holz und werde dann zuerst mal noch eine Tür bauen. Und ja, da haben wir unsere erste Holztür. Und jetzt haben wir 61 Holz und die Tür bauen wir falsch rum ein. Ja, die sollte eigentlich von außen eingebaut werden und ich sollte mich langsam beeilen, weil bald kommen wirklich hier die Zombies und ich habe noch kein Schaf gekillt. Also ich brauche unbedingt noch ein Bett. Ich suche deshalb jetzt erstmal noch ein Schaf. Weil von den Schafen bekommt man Wolle und die Wolle kann man halt benutzen für ein Bett zu bauen. Und ich bräuchte dringend jetzt ein Schaf. Und ich finde keins. Müsste doch irgendwo ein Schaf rumlaufen. Kühe findet man hier überall, aber Schafe never. Ich laufe jetzt einfach noch ein bisschen in der Gegend rum. Ein bisschen Zeit habe ich ja immer noch und vielleicht trifft sich ja das ein oder andere Schaf unterwegs. Und wenn wir die erste Nacht überstanden haben, dann, ja, dann würde ich sagen, besuchen wir eine Höhle oder finden wir eine Höhle, damit wir uns die ersten Erze sammeln können. Und wieso sind hier keine Schafe? Das ist sehr, sehr ein bisschen weit weg. Ich habe gerade welche gefunden. Da hinten irgendwo. Upsala. Oh, das war knapp. Können wir nachher auch noch einmal reingehen? Ach, geh doch mal da vorbei. Da ist doch irgendwo ein Schaf. Oh mein Gott, ein Evil Chicken. Da habe ich doch gerade eben Schafe gesehen. Ich bin doch nicht doof. Ach, da ist eins. Hoffentlich, gib mir bitte 3 Wolle. Gib mir bitte 3 Wolle. 3 Wolle brauche ich. Gibt es mir 2 Wolle? Ich brauche 3 Wolle für ein Bett. Mann. Das gibt es nicht. Das gibt es echt nicht.
Das ist so dumm jetzt. Ich brauche noch eine Wolle, weil Bett besteht leider aus drei Wolle und das Schaf hat mir jetzt nur zwei Wolle gedroppt. Das heißt, ich müsste noch ein Schaf suchen, damit ich mir jetzt endlich ein Bett bauen kann. Und das Bett brauche ich halt, damit ich die Nacht überspringen kann. So, und ich habe jetzt auch, glaube ich, nicht mehr genug Zeit, um, ja, wie ihr seht, ich habe nicht mehr genug Zeit für ein weiteres Schaf zu suchen. Deswegen würde ich sagen, ich baue jetzt erstmal das Haus. Erstmal so, dass kein Zombie reinkommen kann. Keiner Bock im ersten Let's Play hier zu krepieren. Das wäre schon erstmal ein bisschen peinlich. Und ja. Ich werde natürlich Umfragen starten, was ich genau bauen soll. Und ich werde jetzt erstmal noch die Decke reinhauen. Oder? Scheiße, ich hätte noch eins höher bauen müssen. Wie schaffe ich das noch? Und ich werde jetzt einfach mal ein ganz popeliges Haus bauen. Ich habe jetzt irgendwie keine Zeit, das zu machen. Wie gesagt, es wird ja schon dunkel und so. Upsala. So, jetzt noch einmal rum und dann können wir schon die Decke reinziehen und die Tür einbauen. Ich hoffe, dass jetzt noch keine, dass es jetzt noch nicht so dunkel ist. Ach, scheiße. Egal, ich baue jetzt einfach die Decke rein. Sieht jetzt mal ein bisschen popelig aus, das Haus, aber besser kein Schutz als gar, also besser Schutz als gar keiner. Jetzt werden wir noch einmal die Tür einbauen. So. Es ist jetzt recht dunkel hier drin, deswegen würde ich mal sagen, ich hole mir jetzt erstmal Fackeln hier aus dem Inventar. Ich weiß, dass es jetzt zwar ein bisschen gecheatet ist, aber ihr seht hier drin nichts. Das ist schlecht, deswegen werde ich jetzt auch erstmal die Fackeln, wo ich jetzt mir gerade gecheatet habe, wieder hier reinmachen, damit es fair ist. So, ich würde sagen, ich würde mir jetzt mal erstmal eine Schaufel machen. Und ja, dann beende ich auch gleich das Let's Play für den Anfang. Und ja, erst eine Schaufel, dann nehme ich, werde ich den Boden hier ein bisschen ausheben, damit wir hier mal einen Keller haben. Und dann würde ich gleich sagen, dass die Zeit um ist. Dann würde ich das erste Let's Play. Das ist dann fertig. Ich hoffe, ich hat es dann erstmal gefallen, also dieses Let's Play. Ich weiß, es ist mein erstes, ich weiß, es ist mein erstes und ja, es ist nicht so, wie ich es mir erhofft habe und Minecraft ruckelt ein bisschen bei mir hier rum und ja, es ist halt nur normal jetzt ein Test. Also wenn ihr mehr haben wollt, dann ja, mache ich halt mehr. Oh, da habe ich eine Lücke drin, die werde ich noch einmal schließen und dann würde ich sagen, ich schließe dieses Let's Play ab und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne bitte in die Comments. Über Kritik würde ich mich gerne freuen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonnieren, kommentieren, Daumen ab und ich bin jetzt hier raus. Ciao, Leute!